Magisches Schloss! So, alle Zutaten sind da. Jetzt muss ich nur noch kneten. Da steht, es muss jetzt 30 Minuten in den Ofen. Alles klar. Ich hab's schon wieder vergessen. Eine Stunde war das, eine Stunde. Uff, bin ich erledigt. Backen ist ganz schön anstrengend. Ken, was ist hier los? Was ist denn hier drin? Oh, schaut euch diesen Rauch an. Ken, na los, steh auf. Valeria? Ken, hast du das gemacht? Es ist alles verbrannt. Oh nein, es waren wohl doch 30 Minuten. Die ganze Arbeit für nichts. Wolltest du denn was für Barbie backen? Ja, ich wollte Barbie was Gutes tun und ihr Essen zubereiten. Ich verstehe, du hast es ja gut gemeint. Ich helfe dir. Wir haben noch etwas Zeit, bevor Barbie nach Hause kommt. Lass uns mal schauen, was Ken so im Kühlschrank hat. Eier, ein Hähnchen, Gemüse und Obst. Ich habe aber kein neues Rezept hier. Ich weiß nicht, was wir zubereiten können. Was hältst du als Vorspeise eine Tomatensuppe? Hier haben wir Tomaten. Und wir können auch ein leckeres Brathähnchen machen. Hier haben wir ein Brathähnchen. Zuerst müssen wir das Wasser aufkochen. Schau mal, ich habe hier eine Kelle für dich. Danke, Ken. Das muss jetzt erstmal eine Weile kochen. Ken, kannst du bitte diese verbrannte Auflaufform sauber machen? Ja, ich hoffe, ich krieg das Verbrannte auch sauber. Jetzt bereiten wir das Hähnchen zu. Dafür brauchen wir eine Pfanne. Hähnchenkeulen und Hähnchenflügel. Valeria, können wir auch Pommes zubereiten? Barbie liebt Pommes. Ja klar, Ken, das ist gar kein Problem. Pommes sind super einfach zu machen. Ich glaube, die Suppe ist auch schon fertig. Lecker. Die Suppe ist fertig, Ken. Das riecht ja lecker. Ich habe noch eine Idee. Zu den Pommes passt super ein Burger. Lass uns einen Burger zubereiten. Zuerst machen wir das Brot für unseren Hamburger. Dann kommt das Fleisch.
Dann brauchen wir noch unsere Soße. Und nicht zu vergessen unseren Salat. Ich glaube, der Burger wird köstlich. Das sieht ja jetzt schon gut aus. Das sieht gut aus. Oh, jetzt fehlt noch das Hähnchen. Gut aufgepasst. Das Hähnchen ist auch schon fertig. Ah, Valeria, ich weiß, dass Barbie Brokkoli liebt. Können wir das noch zubereiten? Natürlich, Ken. Gemüse ist auch sehr wichtig. Jetzt braten wir unser Brokkoli ganz kurz noch an. Und es ist auch fertig. Der Tisch ist schon fast fertig. Jetzt fehlen nur noch eure Getränke. Alles fertig, Ken. Barbie ist sogar schon da. Oh, danke, Valeria. Guten Appetit. Tschüss. Ken, ich bin zu Hause. Hast du das alles gemacht? Oh, das sieht ja wunderschön hier aus. Ja, das habe ich für dich zubereitet. Mit ein klein wenig Hilfe. Wow, das riecht so lecker. Und ich bin so hungrig. Guten Appetit, Barbie. Magisches Schloss. Oh, na los, schneller, ich hab dich gleich. Wo willst du denn hin? Ich hab dich gleich. Oh, Ken, ich hatte so einen schlechten Tag auf Arbeit. Na los, schnell, ich krieg dich gleich. Na los. Oh, ich bin total erschöpft und die Arbeit war gar nicht gut. Ach, kein Problem, du findest schon was Neues. Her damit, na los, na los. Oh, was ist das denn? Ken, ich hab dir gesagt, du wolltest aufräumen. Ja, mach ich, etwas später. Ich hab gleich endgültig gewonnen. Die ganze Wohnung ist unordentlich. Oh. Oh. Hallo Ken, hallo Barbie. Hey Ken, wieso schläft denn Barbie schon? Ja, sie hat einen schlechten Tag auf Arbeit. Na los, komm her jetzt, endlich. Die Arme. Aber warum ist es denn hier so schmutzig? Jetzt hab ich dich endlich. Jetzt werde ich dich besiegen. Aber Ken, wenn Barbie schon so einen schlechten Tag hatte, dann musst du ihr doch helfen. Du musst aufhören zu spielen. Das reicht jetzt. Oh nein, was hast du gemacht? Das habe ich verloren. Ken, hör auf jetzt. Den Laptop brauchst du nicht mehr. Wir räumen hier auf, damit wenn Barbie aufsteht, alles sauber ist. Ah, oh, na gut. Mal schauen. Das ist ja schon ganz alt, das Essen. Das muss auch weg. Oh, der Mülleimer ist voll. Damit es nicht anfängt zu stinken, tun wir das in die Tüte und werfen den Müll weg. Hier, Ken, bring den Müll raus. Lass mich in Ruhe. Bitte nicht. Schlaf weiter, Barbie, schlaf weiter. Ich bin fertig, alles erledigt. Darf ich jetzt wieder Computer spielen? Gleich, Ken. Zuerst müssen wir die Küche waschen und etwas zu essen zubereiten. Na gut, dann nehme ich erstmal die Teller mit. Wir haben sogar eine Geschirrspülmaschine.
kann jetzt in den Geschirrspüler. Rein mit dir. Die Geschirrspülmaschine stellen wir auf 60 Grad ein. Und 60. Und jetzt bereiten wir was Leckeres zu essen zu. Da wird sich Barbie sicherlich freuen. Mal gucken, was wir im Kühlschrank haben. Mal schauen. Karotten, Kartoffeln, Hähnchen. Oh, wir machen eine leckere Gemüse-Hähnchensuppe. Den Rest brauchen wir für morgen. Hier ist noch das Wasser für diese Gemüsesuppe. Super, danke, Ken. Das kommt jetzt auf den Herd. Oh, hier haben wir irgendwo noch Lorbeerblätter. Barbie liebt die. Und das kommt auch noch in die Suppe. Während du die Suppe kochst, bestelle ich Barbie ein paar Blumen. Hallo? Blumenladen? Ja, wir brauchen bitte Blumen für Barbie. Okay, wir warten. Danke, tschüss. Oh, Valeria, das ist eine super Idee. Wieso ist es mir nicht eingefallen? Ich glaube, die Blumen sind da. Schau mal, Ken, das sind schöne pinke Rosen und die riechen gut. Wir brauchen aber jetzt eine Vase. Oh, die sehen super aus. Die Vasen haben wir da unten im Regal, unterstes Fach. Im Regal, unterstes Fach. Ach, hier. Das kann ich hier weg. Und hier kommen die Blumen hin. Die Suppe ist fertig. Und sie riecht richtig lecker. Oh, die Geschirrspülmaschine ist fertig. Das heißt, die Teller sind sauber. Oh, das riecht ja lecker. Das riecht wirklich lecker. Ich glaube, Barbie steht gerade auf. Geh sie mal wecken. Ich gehe jetzt los, damit sie nicht weiß, dass ich geholfen habe. Tschüss. Es ist hier alles sauber. Und sogar Essen hast du gekocht. Hast du das alleine gemacht? Ja, du hattest recht. Ich hätte es viel früher machen sollen. Es tut mir leid, Barbie. Oh, das macht doch nichts, Ken. Und sogar meine Lieblingsblumen. Dankeschön. Guten Appetit, mein Schatz. Ken, du bist der Beste.